Puh, wie kühl. Da ziehe ich doch glatt die Decke ein bisschen enger um mich und sag erstmal Moin Moin. Und ja, ausgelaugt und ausgehungert sind wir hier unterwegs. Es sieht langsam nicht mehr so gut aus wie anfangs noch. Versuchen wir uns mal hier irgendwie durchzukämpfen. Irgendwohin. Was weiß denn ich? Selbst wenn wir irgendwo unterkommen. Wir müssen einen neuen Ort finden. Wir brauchen was zu essen. Oder ein Rehkadaver irgendwo. Das wirst du schon nicht so schnell. Bei dem Wetter wirst du nicht so schnell umkippen, glaube ich. Das schreckt ab. Ausgelaugt. Aber es geht uns noch relativ gut von der Temperatur her. I'd lay down right here if I thought I'd ever wake up again. Ja. Sehr beruhigend. Ja, was machen wir? Ich nehme ja gerade ein bisschen im Voraus auf. Wir haben ja am Wochenende BlizzCon. Ich bin sehr gespannt. Ich habe nämlich in den Quelldaten, ich gucke ja manchmal in den Quellcode rein von Diablo, und habe da Spuren gesehen von einem Nekromanten. Das könnte natürlich, also Diablo 4 möchten manche erwarten, sowas in die Richtung Dark Souls. Weiß ich nicht. Ich glaube darum ja eher an eine weitere Erweiterung. Und dann eben vielleicht mit dem Nekromanten als spielbarer Klasse, was ich wunderbar finde. Nekromanten sind richtig cool und Nekromanten sind auch die Klasse, die von allen Fans am meisten erwartet wird. Und dann eben, wie gesagt, vielleicht Startgebiet Skovos-Inseln. Wir haben dieses Jahr das 20-jährige Jubiläum von Diablo, das würde also passen. Und auf der Gamescom wurde eigentlich nichts angekündigt von Diablo. Die hatten nur so einen Ministand, wo man Diablo 1, 2 und 3 spielen konnte. Ne? Naja. Never been so hungry in my life. So, jetzt verlieren wir auch schon wieder Energie. Und, wie gesagt, der Morham meinte, wird eine geile BlizzCon. Wobei, wie gesagt, die haben so viel rausgehauen dieses Jahr. Die haben Legion rausgehauen. Die haben für Overwatch die neue Region und den Film rausgehauen. Heroes of the Storm und Hearthstone haben auch neue Inhalte und Erweiterungen und blub und bla gekriegt. StarCraft bekommt jetzt nochmal 3 neue Missionen für Nova und ist ja allgemein abgeschlossen, die Geschichte. Was haben wir denn da? Deswegen bleibt ja nicht nur Diablo wirklich übrig und die suchen jetzt auch explizit nach einem neuen Game Director. Nach Jay Wilson ist er nun auch Mike Morham gegangen. Ein Gleis dazu. Das ist unsere Rettung. Und ja, wie gesagt. Josh Musgrove hat das so ein bisschen gerettet. Diablo von den Dingen, die da nicht so gut funktioniert haben. Ich denke, ich kann das benutzen. Und hat aber hauptsächlich an den Konsolenversionen gearbeitet. Steht da? Und deswegen bin ich umso gespannter, wer der neue Game Director wird und was der draus machen wird. Und was jetzt allgemein aus der Marke wird. Kann man da nicht rein? Ich hoffe, nobody needs this anymore. Nicht so leicht. Ich versuche mal hier auf diesem Baumstamm zu balancieren, um da reinzukommen. Ich meine, in der Realität würde ich da hopp hopp hochklettern und gut ist. Aber hier muss man ja oft so ein bisschen umständlich. Oh, da ist schon wieder jemand tot. Ich durchsuche jetzt alles ganz genau, nachdem ich da neulich diese Riffer-Brause da gefunden habe.
Nix. Eine Mütze. Schrott. Na, das ist ja lohnenswert, aber da draußen ist ein Tierchen. Ich hab das nicht übersehen, meine Lieben, keine Angst. Ich wollte nur erst gucken, ob wir hier noch irgendwas Instant-Foodiges haben. So, erstmal sind wir, glaube ich, in einer Situation, wo sowas hier helfen könnte. Weil wir sind am Ende und ich weiß nicht, ob das funktionieren würde. So, das Fleisch würde ich rausholen, der Rest ist halt wieder Schrott, den wir nicht so wirklich brauchen. Und jetzt ab in den Wohnwagen und ein Feuer machen. Naja, also wie gesagt, ich bin mehr als gespannt drauf. Ich habe jetzt in Steam noch ein paar Spiele rausgehauen, die ich, andersrum, in Amazon Spiele rausgehauen, die ich mir in Steam vorgemerkt habe. Dann habe ich mir Turok 1 und 2 geholt, weil die im Sonderangebot für ein paar Cent auf Seiten waren. Ach, es geht hier gar nicht. Na dann. Ich bin hier unsicherer. Deshalb schlafe erstmal nur 5 Stunden. Gucken wir mal. Unterkühlung. Scheiße! Bleib 24 Stunden über dem Gefrierpunkt. Scheiße. Oh, das war doof. Ich bin gerade still. Weil wir sind fast tot. Wir müssen jetzt beten, schnell Feuer machen zu können, bevor wir sterben. Und dass nichts dieses Feuer ausmacht. Unterkühlung. Ey, das hätte ich nicht gedacht. In einem Wohnwagen? Wir waren doch windstill. Natürlich, warum sollte es auch jetzt funktionieren, wo wir fast tot sind? Ist es sinnvoll, da so nah an uns dran? Boah, ohne die Notfallspritze hätten wir das nicht mehr überlebt. Denn dann wären wir jetzt genau tot. Bitte, 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 bitte. Can't feel my feet. Ja, ich spüre hier gerade mein Herz gleich nicht mehr. Ja, 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 ja. Unterkühlung, sagt er mir einfach. Kann man sich so schnell unterkühlen in der Wildnis? So, wir sind jetzt auf jeden Fall über dem Gefrierpunkt. Bleibe 24 Stunden. Eine Körpertemperatur war zu lange niedrig. Garen. So, jetzt das Feuer am Leben halten. Und essen. Wir sind sonst bald tot. Essen. Trinken. So gewärmt sind wir. Wir müssen hier jetzt einfach ein bisschen schlafen. Und der Schlafsack ist drin natürlich. Sehr klug.
Hey, du Affenarsch. Und direkt wieder minus 10. Aufheben. So. Schlafen. Bitte kein Wind. Sonst müssen wir halt einen neuen Spielschein anfangen, weil dann ist es vorbei. Danke. Okay, wir erholen uns langsam. Ne, ich habe da so ein komisches Dungeon Defender Spiel rausgehauen, weil ich, das war ja noch nie so meins, ne? Dann bist du immer irgendwie, entweder musst du dich durch irgendwelche Dungeons durchschlagen, oder du bist, also, und musst da Fallen legen gegen Viecher, oder du bist ein Viech, oder ein Dungeon Lord, und musst dann Viecher spawnen lassen gegen Helden oder sowas. Ja, mein Gott. Und wie gesagt, Turok 1 und 2 habe ich mir schicken lassen, der zweite funktionierte gar nicht. Das fand ich als Kind immer so cool, was es da für eine Menge an Waffen gab, auch wenn die Grafik natürlich merkwürdig war, gegen irgendwelche Dino-Mutanten zu kämpfen. Kämpfen war immer cool. Und so habe ich dann, naja, ja, wie gesagt, als Kind, das war cool, die Krähen. Und Turok 1 hatte ich ja schon mal, und dann gab es jetzt noch so ein neues Spiel von Turok, aber da habe ich dann irgendwie, das kam Samstag an, als ich ins Krankenhaus gegangen bin, ich war Dienstag erst wieder zu Hause und erst Donnerstag hatte ich die Karte im Kasten, dass das Spiel Samstag schon ankam, hab's dann aber Freitag nicht mehr geholt, Samstag verpennt, weil die ja nur bis mittags aufhaben, ja, dann war Sonntag, Montags habe ich wieder vergessen, da habe ich dann rein an meinem Spiel gearbeitet, Dienstag war Feiertag, heute ist Mittwoch, da habe ich wieder verpennt, das Spiel ist schon wieder auf dem Rückweg, garantiert, es ist ein Remake von Turok, rumlaufen und gegen Dinos und Mutanten kämpfen, ja. Ist jetzt nicht traurig drum. Dann drauf geschissen und das Spiel ist aus meinem Geiste. So. Dann schlafen wir jetzt nochmal so lange, wie das Lagerfeuer funktioniert. Und wie gesagt, alles andere. Errungenschaft Pazifist. Wo bin ich denn hier ein Pazifist? Überlebe in einem Spiel die ersten 25 Tage, ohne etwas zu töten. Ja, aber nicht, weil ich's wollte, sondern weil ich dämlich bin. Zu dämlich zum Jagen. Aber schön. Welche Errungenschaften haben wir hier noch alle? Die, die ich noch nicht habe, hätte ich gerne. Da unten. Ja, 30, 40, 50, 100 und 200 Tage überlebt und dazwischen besuche jeden Innenraum am Rätselsee und an der Küstenstraße. Zerlege in einem Spiel 10 vollständige Rehkadaver. Okay. Überlebe die ersten 50 Tage, ohne mit dem Gewehr zu schießen. Mit einem Pelz geschlafen. Ein Fisch gefangen, der über 5 Kilo wiegt. Dich in einem Spiel mit allen natürlichen Arzneien geheilt und in einem Spiel 25 Tage ohne lebt, ohne und dabei nur Kalorien von Wildpflanzen und Tieren konsumiert. Alles Bio. Ich glaube, das sind Erfolge, die werden wir niemals schaffen. Weil das durchaus schon sehr happige Erfolge sind. Bleibt 10 Stunden über dem Gefrierpunkt. Das schaffen wir nicht mehr, weil wir nicht mehr genug Kram haben. Geht leider nicht. Wir haben nichts mehr zum Anfeuern. Nix. Gar nichts. Und in einer Stunde ist das weg. Müssen wir denn wieder bei 24 anfangen oder wird das hier alles angerechnet? Ich hoffe doch, dass es angerechnet wird. Uns geht es jetzt auch nicht so mega gut, muss ich sagen. Wir sind so okay. Aber ich habe mich eben richtig erschrocken, als wir mit 5% aufgewacht sind. Nach wie viel Stunden Schlaf? 5? Oder er hat ja nicht mehr so lange geschlafen. Er ist quasi direkt wieder aufgewacht,
weil er war ja immer noch bei Erschöpfung bei Null und hat aber sofort 95% der Lebenspunkte eingebüßt. Und das auf dem Schwierigkeitsgrad hier ist sehr gemein, wie ich finde. Ja, eine Stunde. Mehr geht ja nicht. Was? Und wir sind sofort im Arsch, sofort erschöpft bis zum geht nicht mehr. Wegen der Unterkühlung wahrscheinlich. Ach du Scheiße. Ja, meine Lieben, ich würde mal sagen, das Spiel ist vorbei, ne? Aber ich habe ja gesagt, wir werden auch nochmal andere Gebiete versuchen, in höheren Schwierigkeitsgraden dann natürlich. Aber auf dem hier habe ich schon mal verkackt. Wie viele Tage haben wir jetzt geschafft? 26. Ja, die 30 hätte ich ja gerne noch erreicht. Nur 18% der Welt erkundet und 12 Stunden ausgeruht. Nur 18% der Welt. Das ist schon hart. Dass wir gerade mein Fünftel gesehen haben, obwohl ich hier schon so viel rumgelaufen bin. Na, ist ja nur noch eine Frage der Zeit hier. Wir werden ja bald sterben. Außer ich versuche, diese Unterkühlung wegzukriegen. Indem ich jetzt Feuerholz sammle. Und mich dann irgendwo in eine windstille Ecke setze. Bekloppt. Sehr bekloppt. Aber wir wissen machen, ne? Steckst du nicht zwischen. Ich habe ja noch nie eine Unterkühlung erlebt. Ich kann also nicht sagen, wie man sich da fühlt. Aber er kann nichts. Nee, du bist einfach nur unter... Die Unterkühlung ist halt noch nicht ganz raus. 8 Stunden fehlen uns noch. Halb tot sind wir nur noch. Gemeines Spiel. Oh, da ist meine Rettung. Ein Ast. Da freue ich mich doch. Ein Ast. Eine Hütte wäre jetzt mega praktisch. So, in 4 Stunden ist auch schon wieder dunkel. Sehr beruhigend. Wir haben hier nicht zufällig noch irgendwo eine Hütte? So, jetzt dämmert es auch bald. Eieiei. Mir ahnt schwand Übles. Rennen geht auch nicht mehr. Wir sind hier einfach nicht mehr der Renner. Jetzt am besten eine Hütte finden mit dem Rehkadaver davor. Da wäre ich so glücklich. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. So, jetzt wird es langsam wieder gefährlich. Weil man halt nicht weiß, wie das hier mit dem Wetter ist. Ich guck mal, was hier hinten so ist. Komm, einen hack ich nochmal auseinander. Wir müssen es ja. Wir müssen es ja. Wir brauchen ja das Holz. Wir müssen ja durchhalten. Also quasi entweder schaffen wir es oder wir sterben eh. Oh weia, das sieht mir da viel zu deep aus. Immerhin eine hohe Chance, dass es hier klappt. Aber wahrscheinlich, wenn wir uns erholt haben, haben wir gleich wieder so einen Hunger, dass unsere Lebenszahl trotzdem weiter sinkt.
Ich glaube, wie gesagt, die Runde haben wir langsam verschissen. Es sollte ein Erfolg dafür geben. Find food. Ja, genau. Ja! Didn't work. Okay. Ich sag mal lieber doch nichts. Wollte gerade schimpfen. Dabei sind wir eigentlich echt gut im Rennen, ne? Come on. Gewesen. Naja. So. Jetzt ist es abends um 6. Ich trinke noch mal ein Schlückchen. Lüpp-da-da. Aha. So, 8 Stunden. Na dann. Schlafen können wir hier nicht zufällig? Ah, wie schön. Warum höre ich das Feuer nicht mehr? Wir haben noch 8 Stunden. Okay, es ist schön, dass das weg ist hier. Dass es uns wieder gut geht. Aber natürlich kommt dann von genau hier wieder der Schnee. Die Natur fickt uns die ganze Zeit einfach nur noch. Ja. Aufheben. Immerhin geht uns wieder gut. Außer, dass wir hungrig sind und alles. Ich finde hier gerade nicht mehr wirklich durch. Ich komme nicht mehr hoch, obwohl ich runterkam. Yay. Wie tief geht's denn da runter? Mittlerweile hasse ich diesen Wind hier. Naja, wollen wir mal. Heute hatten wir 600, 400 Milligramm, dann werde ich morgen 400 und 400 nehmen. Jeden Tag nehme ich 200 Milligramm weniger von meinem ganzen Zeug hier. Weil ich bin ja auf dem Weg der Gesundung, ne? That's done. That's done. Warten. Gut. Schlafen wir mal so 3 Stunden. Gucken, was mit dem Sturm dann passiert. Oh! Ich wollte gerade meckern. Ist das etwa schon wieder aus? Hier ist es zu windig für das Feuer, ist klar.
Wollen die mich verarschen hier allesamt? Was ist das denn hier mit dem Wind? Dauernd am Drehen und oh meine Fresse. Hier, komm, setz dich hier hin. Da kann doch nichts passieren. Wenn ich da direkt vorsitze. Vollpfosten. Zu windig. Jetzt verhungern wir auch schon wieder. Also, das ist echt nervig. Gut. Aufheben. Kommen wir hier halt eben nicht weiter. Wir müssen gucken, dass wir hier irgendwo was finden. Wie viel Dunkelheit haben wir noch über? Ach, etwa Fragezeichen, 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 Stunden. Das hilft mir nicht. Ich sehe ja auch nichts. Da bist du. Auffüllen. So. Wir haben genug dabei, dann soll es daran nicht mangeln. Wir sind sowieso bald tot, also von daher. Die Stängel können wir doch essen, war das nicht so? War das nicht so, dass wir die Stängel essen können? Hier? Ja. Es bringt jetzt nicht viel, aber wir sterben halt nicht mehr. Ah. Und die kann man wirklich essen? Also so an alle, die sich mit Pflanzen auskennen? Man kann Rohrkolben essen? Also die Stängel davon scheinbar. So, uiuiuiui. Dann nehme ich mir mal, was ich finden kann. So. Ist da noch was? Da war ich, glaube ich, gerade nicht. Da ist noch was. Boah, wie ich hier um jeden Pups gerade rum, ne, suche. Um mir nicht zu verrecken. Unglaublich. Oh, 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 oh. Ich brauche irgendwie langsam wieder Windschutz. Wie sieht es denn hier so aus? I'm gonna have to leave something behind. Hier so. Ja, wie gesagt, das ist ja echt eine Quälerei, ne? Hier zu überleben, aber dafür ist es ja auch kein Lebensraum für Menschen. Wir kommen ja ursprünglich aus Afrika. Unsere Rasse. Und so viel hat sich unsere Rasse seitdem nicht verändert, dass wir uns halt, ne, an solchen Gebieten hier aufhalten könnten. Auch wenn ich glaube, mit der richtigen Kleidung ist das schon sehr lange möglich.
3 Stunden haben wir. Ich esse erstmal was. Naja, immerhin. Immerhin. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Naja, da wach ich aber mit Solariumbräune auf, ne? Ich schlafe draußen nur noch sehr wenig. Ihr wisst warum. Oh, ich glaube, so viel war gar nicht mehr übrig, ne? Wach auf. Oder geht das? Nee, das geht. Wir sind sogar wieder zu 2/3 da. Meh, ich hätte noch was aufwerfen sollen vorher. Aber immerhin. Wir haben es überlebt. Wir haben unsere Unterkühlung überlebt und wir haben auch wieder was zu essen gefunden. Nicht viel, aber wir haben. Meine Fresse. Dass das mal so anstrengend würde, weil es am Anfang so viel Scheiß gefunden, dass man überhaupt sich nicht bewegen konnte vor Scheiß. Und jetzt müssen wir hier echt um Rohrkolben kämpfen, um hier nicht vom Fleische zu fallen. Das ist schon traurig. Ich orientiere mich hier gerade an... Ach, das ist der Rätselsee, oder? Ne, Fluss-Südzugang. Okay, also waren wir hier noch nicht. Hoffnung kommt auf. Zum Beispiel, dass wir hier Rohrkolben finden. Die haben mich gerade sehr gerettet. Ja... Also wie gesagt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob man das wirklich machen könnte, hier so Rohrkolben essen. Würde ich dann auch mal ausprobieren. Mensch, das ist hier ja richtig ein Schlaraffenland, was das angeht. Kommt wieder hier diese düstere Musik. Ich frage mich aber, die Entwickler programmieren an diesem Spiel seit 2 Jahren rum und haben immer noch keinen Story-Modus drin. Was haben die denn 2 Jahre gemacht? Also jetzt nicht auf Maker-Niveau wollte ich das fragen, sondern wirklich mal so auf rein Interesse und so, ne? Was hat man 2 Jahre an dem Spiel gewuselt, wenn man noch keine Story hier drin hat? Das gehört für mich doch... Weiß ich nicht, also ich mache bei einem, wenn ich ein Spiel programmiere, kommt für mich als erstes die Story. Oh, das Haus kennen wir doch. Und als nächstes würde ich dann halt so Goodies einbringen, so rundherum. Die das Spiel halt, ja, im Endgame spielbar machen. Auch wenn mein Spiel für viele noch nicht mal anzuspielen ist. Außer halt hier. Aber ich kann nicht die ganze Welt hierher einladen, damit die hier spielt. Ja, stimmt schon, wir sind hier nie auf den Fluss gegangen, oder? Das ist doch, glaube ich, wieder diese Hütte. Sogar sehr, bin ich mir sehr sicher.
So, ich sammle hier jetzt erstmal Rohrkolben, so viel ich finde. Wie kalt ist dir wirklich? Geht. Ich erinnere mich aber jetzt auch nicht großartig, schon mal hier gewesen zu sein. So. Seht ihr hier noch was? Ich sehe hier nur noch Gestrauchsel. Und ich würde gleich mal gerne in eine der Hütten rein. Weil so langsam ist uns auch wieder relativ kühl. Und hungry. Ich meine, genug Tageslicht ist ja noch da. Aber was Kälte ignorieren uns einbringt, das haben wir ja nun erst gesehen. Aber wisst ihr was, meine Lieben? Ich würde sagen, es ist schon wieder überzogen. Versuchen wir doch mal nächste Folge eine kurze zu machen. Weil immer so zu überziehen, das geht doch nicht. Deswegen, ich sag jetzt mal ganz... Wo bin ich jetzt drauf gekommen? Okay, ich sag jetzt aber mal, wir sehen uns. Und so. Und bis morgen und danke fürs Aushalten. Weil das Spiel, das ist für mich zwar spannend, weil ich hier dauernd überleben muss, aber ihr guckt ja nur zu und es gibt keine Story deswegen. Aber naja, ihr seid ja trotzdem da. Tödelö.